Ja, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Wenn ich mir ein Spiel vom Publisher Devolver Digital anschaue, weiß ich in der Regel, dass es mir Spaß macht. Jetzt habe ich mir im Rahmen des Next Fests die Demo zu Pepper Grinder runtergeladen, auf meinem Steam Deck kurz angezockt und ich habe nach 5 Minuten gemerkt, dass ich da ein Spiel in den Händen halte, welches mir unfassbar viel Spaß macht. Warum das so ist und warum ihr euch unbedingt diese Demo runterladen müsst, das zeige ich euch jetzt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Pepper Grinder auf dem Steam Deck. Und damit gehen wir rein. Devolver Digital. Ja, einfach wirklich welche meiner absoluten Lieblingspublisher. Unglaublich, was die für tolle Games raushauen. Und ich habe das Spiel vorhin 6 Minuten lang gespielt, denn ich lade mir jetzt beim Steam Fest wirklich unfassbar viele Demos runter. Die meisten installiere ich und lösche die nach 2 Minuten wieder, eben weil ich merke, okay, ich habe da keinen Spaß dran. Bei Pepper Grinder habe ich mir nach 2 Minuten gedacht, wow, und nach 5 Minuten, ne, ich muss ausmachen. Hier seht ihr, 4 Minuten 10 gespielt. Den Spielstand wollen wir gleich natürlich am besten löschen, wenn das noch möglich ist. Ja, denn wir wollen ja neu starten. Es ist unfassbar gut und es läuft auf dem Steam Deck unfassbar gut. Ihr habt es gerade gesehen, ich bin jetzt auf Full HD gegangen. Und das, denke ich, sollte gar kein Problem sein. Auf dem OLED läuft es im Handheld-Mode problemlos durchgängig mit 90 Frames pro Sekunde. Und hier zeigt er halt 60 an, weil mein Monitor keine 90 unterstützt, an dem ich jetzt das Steam Deck gerade angeschlossen habe. Genau, die Blauhaarige sind wir. Wir werden gerade von so einem Monster mit einem Stock gepiekt. Die haben jetzt irgendwas geklaut. Ich denke mal, das ist die Oberschurkin. Ich weiß es nicht. So viel wissen wir nicht zur Story. Und jetzt bewegt sie sich noch gerade alleine. Aber hier ist gleich auch schon direkt Action. Das ist halt das Coole. Es geht gleich direkt los, ohne dass wir groß warten müssen. Wir wollen über eine Hängebrücke. Die wird aber gekappt und wir fallen runter. Haben uns aber zum Glück beim Runterfallen so eine Art Bohrer geschnappt. So, damit sind wir auch schon im Spiel. Punkt 1, ja, ich weiß, Pixel-Look ist nicht jedermanns Sache. Ich finde es unfassbar hübsch. Mit A springen wir und mit dem rechten Trigger machen wir den Bohrer an. Ich habe übrigens keine Ahnung, wofür diese ganzen Edelsteine sind, ob wir die sammeln müssen oder nicht und ob es da irgendwie am Ende so eine 100% Wertung gibt, wenn wir alles haben, keine Ahnung. Wir sammeln jetzt erstmal ein, was geht so, und jetzt geht der Spaß auch los, denn ihr seht, hier sind immer diese Sand-Dinger. Zack, und da gehen wir so durch. Und ich steuere halt alles mit dem linken Stick. Das heißt, ich habe einfach nur rechte Trigger gedrückt. Damit habe ich das Ding an und mit dem linken Stick steuere ich das und muss dann halt daher. Das Coole ist, ich habe diese Mechanik schon mal. Ich weiß nicht, in welchem Spiel ich das gesehen hatte. Weiß ich nicht. War das? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Doch, Ori war das, glaube ich. Ich glaube Ori. In The Will of Wisps. Ja, das könnte sein. Und da war es, meine ich, so, dass dort, wo man schon durchgegangen ist, so wie jetzt hier, dass das dann auch offen blieb. Aber ihr seht, hier kann ich auch theoretisch immer den gleichen Weg immer wieder gehen. Und das Interessante ist, wenn ich, sobald ich hier drin bin, kann ich auch den Trigger loslassen, denn solange ich mich in dem Sand befinde, bohrt sie alleine. So, hier springen wir hoch und müssen hier rüber das als, ja, Art Rampe nehmen. Wir gehen hier raus. Die machen wir mal kaputt, damit uns nichts passiert. Die können wir ja anscheinend nur von unten angreifen. So. Ich möchte gern die Münze da oben haben. Okay, es gibt anscheinend 5 Münzen in dem Level. Mal gucken, wie viele wir davon finden. Ups. Interessanterweise, wenn ihr mal nach ganz oben links guckt, das scheint unsere Lebensanzeige zu sein. Und sobald ich den Bohrer anstelle, ich weiß nicht, ob das die Temperatur sein soll, aber da geht so ein Viertel ungefähr von dem Kreis an. Ja, keine Ahnung, was das bedeutet. Und genau, wenn wir rausspringen, wenn wir kurz vorm Rausgehen A drücken, seht ihr, kriegen wir so einen Boost, damit wir einfach höher springen können.
Das hat nicht gepasst, also wieder zurück. Darüber, darüber. Es spielt sich... Ah, okay, er wird anscheinend auch heißer, der Bohrer. Das habe ich jetzt gerade gesehen. Es spielt sich einfach unfassbar gut. Es macht so unfassbar viel Spaß. Und wieder eins dieser Spiele, die einfach absolut... Da habe ich einen verpasst. Absolut perfekt auf dem Steam Deck laufen. Shit. Okay, ein Balken ist weg. Ist nicht so tragisch. Na, zweite Balken. Vor allen Dingen, es ist halt die kostenlose Demo. Von daher kann ich euch nur sagen, ladet euch das Game runter. Ihr könnt es natürlich auch irgendwie auf dem PC spielen, aber es ist halt eins dieser Spiele, bei dem ich ganz klar sage, das ist absolut wie gemacht für Steam Deck. Und da ist das Steam Deck oder halt ein anderer Handheld einfach die absolut perfekte Plattform für. Ich habe schon viele Spiele gespielt, jetzt während des Next Fests, bei dem ich mir sage, boah, ey, das passt echt nicht so gut von der Performance, ne? Das ist einfach nicht so schön. Aber das hier, ja, ist einfach, so weit war ich übrigens noch nicht, ne? Ich habe keine Ahnung, was kommt. Kann ich mit dir reden? Nein? Die kann ich ja nur von unten angreifen. Okay. Erinnert mich vom Grafik... Ah, den habe ich verpasst. Vom Grafikstil so ein bisschen an Celeste. Ups. Shit. Ich möchte nämlich... Gerne... hier hoch, um mir die Münze zu holen. Genau, und Celeste habe ich ja auch ein Video gemacht. Schaut euch das an. Unfassbar tolles Spiel. Bockschwer. Und da ist das hier definitiv aktuell zumindest. Aktuell noch ein bisschen leichter, weil das andere ist halt wirklich so ein ganz krasser Präzisionsplattformer. Wow. Was habe ich denn jetzt? Ach, ein Schlüssel. Ernsthaft? Oh, ich sag euch, dieses Spiel ist so unfassbar gut. Es ist nicht leicht, also es ist nicht schwierig, sagen wir es mal so, aber wenn man wirklich versucht, alles zu holen von diesen Edelsteinen, ist es einfach, ja, nicht so leicht. So, wir hissen eine Flagge, Level abgeschlossen. Ich habe nur zwei? What? Wo sollen die anderen denn gewesen sein? Krass. Okay, dann ist das definitiv ein guter... ein guter Grund, dieses Level nochmal nachher zu spielen. Okay. Das ist prinzipiell... Oh. Das Gleiche mit dem Wasser, nur dass wir uns dort drin ganz anders bewegen. Das heißt, wir werden gar nicht schneller, sondern sind eigentlich recht träge. Nein, ah... Das macht mich so ein bisschen nervös, dass diese blöden Pflanzen anfangen zu zuckeln. Ich glaube übrigens, shit, das ist relativ, nein, das war doof. Das ist relativ egal ist, ob wir jetzt all diese Diamanten einsammeln oder nicht. Wobei ich natürlich trotzdem gerne probieren möchte, so viel wie möglich einzusammeln. Vielleicht können wir uns später Upgrades kaufen. Ich habe keine Ahnung. Aber das wäre halt... ja, meiner Meinung nach ein guter Use Case, warum es sich lohnen könnte, die Teile einzusammeln. Wenn es wirklich nur rein für den Highscore ist, weiß ich nicht, ob
mich das jetzt so motivieren würde, denn manche Dinger sind ja doch ein bisschen schwieriger zu erreichen. Jetzt würde ich beispielsweise gar nicht umdrehen, obwohl ich da zwei verpasst habe. Aber wie gesagt, das werden wir mit Sicherheit noch rausfinden, wofür die Dinger sind. Hier muss definitiv, also an dem blauen werde ich nicht mehr, ich kann ihn nicht rausstürmen, ne? An dem blauen werde ich gar nicht mehr drankommen. Das heißt, hier müssen absolut die Bewegungen sitzen. Den kann ich ja nur von unten angreifen, richtig? Die kann ich auch als... Okay. Ich hatte gerade nur 4 Leben. Warum habe ich jetzt mehr? Habe ich irgendwas... Oder ist das generell in dem Level so? Ich weiß es nicht. Habe ich nicht drauf geachtet, aber anscheinend habe ich jetzt insgesamt 8 Lebensbalken statt 4. Ah, jetzt sind die... Ah, okay, das scheint wohl irgendein temporäres Leben gewesen zu sein, denn nachdem die jetzt weg sind... bin ich wieder zurück auf 4. Oh, was war das denn? Schaffen wir das? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass diese Beere da oben Leben bedeutet. Okay. Shit. Bitte nicht wieder komplett von Anfang an. Okay. Ah, okay, das heißt, diese Lampen, die wir hier haben... Das ist so eine Art Checkpoint, den wir dann erreichen. Und die Dinger, die Gegner, die ich hier gerade hatte mit dem Stachel vorne dran, die kann ich auch frontal angreifen. Ich hätte jetzt erwartet, oder mit dem Horn oder was das auch immer sein soll, ich hätte ja jetzt eigentlich erwartet, dass falls ich die frontal angreife, ich Schaden nehme, das ist aber nicht der Fall. So, jetzt sind wir gleich anscheinend zu heiß. Nein, okay. So, ich möchte aber noch gerne das. Okay, das wäre ein Leben gewesen, okay. Oder beziehungsweise ein Lebensbalken. So. Da hätte ich gar nicht mit dem Speed drüber, oder ne, mit dem Boost drüber springen dürfen. Guck mal, da ist eine Münze. Wow. Wow. Wir scheinen aber... Ach, schon wieder einen Fehler gemacht. Wir scheinen aber zumindest, ich denke, unbegrenztes Leben zu haben. Boah, das ist... Der hat die Münze schon registriert, okay. Denn die war ja jetzt irgendwie ausgegraut. Wobei ich jetzt halt davon ausgehen würde, dass wenn ich sterbe, ich diese Münze zurückholen muss. Wenn die eben erst nach meinem Checkpoint war. Aber okay, muss ich nachher mal darauf achten. Leben? Ja. Okay, wir gehen oben her, denn oben gibt es die Diamanten, unten, oben, unten, oben, da haben wir was verpasst, nicht so tragisch.
Und rüber mit Boost. Okay. Level geschafft. Das sieht verdammt gut aus. Eine Münze? Wirklich? Wo sind die anderen Münzen? Das ist unglaublich. Genau. Ich weiß nicht, wie lange die Demo geht. Ich gehe davon aus, dass wir vielleicht 3, 4, 5 Level drin haben. Aber komm, wir gucken zumindest einmal noch rein. Wir gucken zumindest einmal rein. Wir haben hier nämlich einen Kuriositätenladen. Das heißt, wir haben einen Shop. Guck mal, das heißt, wir können entweder, was ist das? Eine Sticker-Seite. Oh, was ist das? Für 100 können wir, für 100, ja, von den, da haben wir jetzt 1600 Sticker. Das heißt, hier gibt es anscheinend nur Sticker. Wobei, was ist das? Leben. Okay, für 200 bekommen wir anscheinend ein temporäres Leben immer dabei. Okay, und hier geben wir nochmal 100 aus. Auch wieder Sticker, okay. Gut, das heißt, in dem Shop gibt es anscheinend Sticker und temporäres... Oh, da wollte ich gar nicht mehr rein. Sticker und temporäres Leben. So, wir... Entschuldigung, wir schauen einmal kurz ins nächste Level nur rein, auf den Scheusalberg. Was? Ah, okay. Ich fahre jetzt nicht rein, denn wenn ich da reinfahre, bin ich ja direkt, denke ich mal, tot. Und, wow, okay. Das heißt, wir haben hier eine neue Mechanik mit diesen, ja, Toren oder diese Brückenteile, die Richtung ändern, wenn wir da von der einen Seite gegenhauen. Okay. So, das waren jetzt die roten. Das heißt, wir können jetzt hier rüber. Okay. Verstanden. Da hätte ich den Boost einsetzen müssen. Ha, ich könnte mir vorstellen, hier seht ihr was Blaues. Ich glaube, das ist so ein Hinweis vom Spiel, dass wenn sowas Blaues dran ist, wir den Boost einsetzen müssen. Ohne Blau nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Und so weiter. Unfassbar gutes Spiel. Pepper Grinder. Ich glaube, ich schaue jetzt kurz nach. Ich glaube, das dauert auch gar nicht mehr so lange, bis das rauskommt. So, da wartet ihr jetzt bitte noch einmal ganz kurz, dass ich euch die Info mitgeben kann. Also das Spiel kommt absolut auf meine Wishlist und wird vor allen Dingen direkt an Tag 1 zu Release gekauft, denn es ist einfach unfassbar gut. Wobei, schade, hier steht drin 2024, also wir haben noch kein genaues Datum. Ich hatte jetzt ein paar Demos, die kommen schon in 2, 3 Wochen raus. Pepper Grinder wissen wir noch nicht, wann es kommt. Ich habe auch noch keinen Preis, den ich hier sehen kann. Spielt keine Rolle, ihr packt euch das Spiel hoffentlich auf die Wishlist und wie gesagt, ladet euch die Demo runter. Es ist wirklich unfassbar gut. Meine lieben Freunde, Pepper Grinder auf dem Steam Deck. Ich bin raus, wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.